und man sah, dass es eine heftige Regenwand war, die langsam auf mich zukam. Und während ich da so stand, kam sie näher und näher. Und man kennt ja den Begriff Wetterfront. Und wenn etwas eine Wetterfront war, dann das, was da auf mich zukam. Es war eine ganz klare Abgrenzung, wo der Regen anfing. Wie eine Mauer. Ja, wie eine Mauer. Oder ich würde es bezeichnen, als würde man einen Vorhang über den Himmel ziehen. Jedenfalls kommt es auf mich zu und es ist wirklich ein unglaublicher Regen und ich sehe das. Ich stehe noch im Trockenen. Die Sonne ist natürlich durch die Wolken verdeckt, aber vor mir ist diese heftige Regenfront und ich stehe im Trockenen. Und schließlich erreicht mich der Regen. Und plötzlich war es, als wäre diese Energie, die durch mich durchfloss, auf einmal ausgeschaltet. Ich stolperte voran, meine Arme schmerzten und es kommt Energie aus meinen Händen und Füßen. Und das ging für etwa 24 Stunden so. Ich konnte die Nacht nicht schlafen, deswegen. Und von da an veränderte sich alles. Ich meine, wenn mein Leben sich schon verändert hatte, seit ich die hellsichtige Frau getroffen hatte, ging es jetzt massiv weiter. Ich kam jedenfalls nach England und dort wurde ich dann der Lächerlichkeit preisgegeben. Denn für 3 Monate von da an war ich völlig aus dem Ruder. Wenn mich jemand gefragt hätte, von welchem Planeten ich stamme, hätte ich es nicht sagen können. Viele Dinge passierten und ich war in einem völlig verwirrten Zustand. Und ich würde es heute folgendermaßen beschreiben. Wenn man zu viele Tasten auf dem Computer gleichzeitig drückt, dann hängt er sich auf. Warum? Weil das System die reinkommenden Befehle nicht verarbeiten kann. Das ist etwa das, was mir passiert ist für etwa 3 Monate. Weil so viele Konzepte, Einsichten, Erkenntnisse, Wissen sich in meinen Geist ergossen hatten, in so einer unglaublichen Geschwindigkeit und Fülle, dass mein Gehirn das nicht verarbeiten konnte. Es hängte sich gewissermaßen auf. Und das war eine Zeit großer Herausforderung, die mir sehr viel öffentliche Belustigung einbrachte. Ike ist verrückt geworden und sowas. Sagten Sie zu der Zeit auch, ich bin der Sohn von Gott? Die Leute erinnern sich daran. Nun, okay. Ja, was ich sagte, Joe, war wegen dem ganzen Zeug, das in mich eingedrungen war. Es war, als hätte ich in einer Blase gelebt. Und auf einmal war die Blase geplatzt. Und auf alles, was da sonst noch war, hatte ich auf einmal mit einer solchen Überflutung Zugriff auf alles. Jedenfalls war es das Verständnis, das ich zu der Zeit gewann, obwohl ich es heute viel besser artikulieren kann als damals, dass wir alle ein Bewusstsein sind. Und wir sind alle Ausdruck des einen Bewusstseins. Und wenn wir diese symbolische Sprache benutzen wollen, dann sind wir alle Söhne von Gott. Also wenn ich sagen würde, ich bin ein Sohn von Gott, würden Sie sagen, ja, stimmt. Ja, richtig. Aber wegen des verwirrten Zustands, in dem ich damals war, frage ich mich wirklich, wie das damals rübergekommen ist. Nach 3 Monaten, und diese öffentliche Lächerlichmachung war sehr wichtig für mich im Rückblick, damals schien es mir nicht so, aber aus heutiger Sicht war es sehr, sehr wichtig für mich, aus Gründen, über die wir noch reden könnten. Und dann, nach den 3 Monaten, war das, als wenn der Computer sich wieder gefangen hatte. Und alles verwandelte sich zurück in Klarheit. Und die Leute kamen zu mir und sagten, ich dachte, du wärst verrückt geworden. Ich las es in der Zeitung. Du bist aber noch der gleiche Kerl, den wir kannten. Und tatsächlich sah ich noch aus wie der Typ, den sie kannten. Äußerlich der gleiche, aber innerlich hatte ich mich durch die Wahrnehmungen, die ich hatte, total verändert. Wie ich das heute sehe, hat sich der Blickwinkel, aus dem ich alles betrachte, völlig verändert.
Da begann die Reise, die globale Verschwörung zu entlarven und auch immer mehr die Natur der Realität selber, was fundamental damit verbunden ist, wie wir manipuliert werden. Also diese Reise ging mit gewaltiger Power voran. Und die Geschwindigkeit, mit der ich all diese Informationen bekam, von endlosen Quellen, Leute, die ich traf, Sachen aufdeckte, das war so massiv wie eine Flutwelle. Und so sind auch meine Bücher, wenn Sie sie ansehen, alles andere als kurz. Denn ich versuche, all diese Punkte zu verbinden, über eine riesige Ausdehnung von verschiedenen Themen, und sie gehören zusammen. Aber wenn ich mich einfach nur hingesetzt hätte, mit meinem normalen Bewusstsein, und versucht hätte, das alles zu verbinden, keine Chance. Keine Chance. Wenn Sie sich die enorme Menge von Informationen ansehen, die ich in meine Bücher gepackt habe, und wie schnell sie rausgekommen sind, Jahr für Jahr für Jahr, das alles war nur möglich, weil irgendeine Kraft, symbolisch oder wenn Sie wollen, auch buchstäblich, mir alle Puzzleteile zugereicht hat, um sie zur richtigen Zeit an den richtigen Platz zu tun. Und nicht nur das, sondern mir die Teile in einer Reihenfolge zugespielt hat, die es mir ermöglicht hat, zu verstehen, wo sie hineinpassen. Und das geht seitdem so weiter. Und die Reise endet nicht. Sie wird höchstens immer interessanter, wenn Sie so wollen, und immer faszinierender. Weil mein Einstieg die Natur des Lebens war, der Realität. Und ich erkannte, wie viel Sinn es ergab. Und dann die Frage stellte, warum wird das nicht in der Schule gelehrt? Warum wird das nicht öffentlich diskutiert? Was hält uns davon ab? Und diese Frage zu stellen, führte mich den Weg entlang, wo das Ausmaß der Verschwörung immer klarer wurde. Und es ist ein Teil davon. Und andere Leute fragen sich, warum ist die Politik so, wie sie ist? Und kommen immer mehr auf die Verschwörung dahinter. Andere Leute kommen über die UFOs und fragen sich, warum Informationen darüber unterdrückt werden. Und die gesamte Verschwörung wird klar. Aber für mich war es die Natur der Realität, die Natur der Spiritualität, die Natur von dem, was wir sind, das mich auf den Weg brachte. Und jetzt komme ich, wenn Sie so wollen, auf all die Sachen, aber auf einem viel höheren Level. Und ich fokussiere mich immer mehr darauf, wie das in die Verschwörung passt. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Rebellion der Roboter. Wer sind die Roboter? Sind wir die Roboter? Und was ist die Rebellion? Was passiert da? Nun, ich nannte es die Rebellion der Roboter, weil zu der Zeit, ich schrieb das 1993, um die orwellianische, faschistische Versklavung auf globaler Ebene zu stoppen, die immer mehr ihr Ziel erreicht. Und die meiste Zeit, Joe, haben die Leute sich darüber lustig gemacht. Aber das tun sie heute nicht mehr, weil sie sehen, was abläuft. Was in den Büchern damals stand, ist das, was wir heute erleben. Okay, die Matrix-Filme zu tun. Ich meine, ich fand das sehr interessant, dieser Kerl, der herausfindet, dass die Welt, in der er lebt, gar nicht die reale Welt ist, sein Bürojob ist nicht die Wirklichkeit und es gibt eine gänzlich andere Realität. Hat das etwas mit dem Konzept zu tun? Nun, sehr viel, weil, okay, ich weiß nicht, was der Hintergrund der Erschaffung der Matrix-Filme ist, speziell des ersten, von dem ich denke, dass er der tiefgehendste war. Ich weiß nicht, was da der Hintergrund ist, aber ich kann sagen, dass es, seit es diese Filme gibt, sehr viel einfacher ist, rüberzubringen, was ich zu sagen habe. Sie können den Begriff Matrix verwenden und die Leute können etwas damit anfangen, mich konzentriert habe. Das ist, wir können immer mehr aufdecken und das sollten wir auch. Die finanziellen, die multinationalen Firmen, die gar keine Zusammenarbeit wollen und so weiter.
Und wenn wir das tun, nur das tun, dann lernen wir zwar viel tiefere Ebene gehen und herausfinden, von wo das ausgeht. Denn sehen Sie, wenn Sie einen Film nicht mögen, hat es keinen Zweck, sich vorne an die Leinwand zu stellen und zu rufen. Das wird den Film nicht ändern. Sie müssen nach hinten gehen. Und so wird es mir immer klarer und bewusster, dass die Unterdrückung von Wissen, was über Tausende und die Schattenleute, ich rede nicht von den Frontleuten wie die Merkels und solche Leute, auch wenn die ein bisschen was wissen davon, über das sie niemals öffentlich reden, offensichtlich. Ja, es sind Leute dahinter, die ihre Puppen an die Macht bringen, um sie zu repräsentieren. Eroberten und Kolonialisierten, besonders die britischen Kolonialherren, aber andere ebenso, sie besonders das alte Wissen und die Traditionen bekämpft haben und so viel zerstörten, wie sie konnten. Denn das trug viel von dem Wissen, oftmals symbolisch, das sie nicht wollten, dass die Menschen es haben. Und was sie nicht wollen, ist, dass wir wissen, dass diese Welt eine Illusion ist. Wir leben in einem, wie ich es nenne, holographischen Internet oder kosmischen Internet. Der menschliche Körper ist ein Hologramm, er ist nicht massiv. Deswegen ist auch Formwandlung möglich. Es ist eine energetische Form, die wir in eine scheinbare Festigkeit übertragen, obwohl sie alles andere als fest ist. Sehen Sie, dieser Tisch fühlt sich sehr fest an und klingt auch so. Aber er besteht aus Atomen, die keine Festigkeit haben. Deswegen kann er auch nicht massiv und fest sein. Was die konventionelle Wissenschaft tut, ist im Grunde, dass sie zwar so weit geht, uns das mit den Atomen zu erklären, aber dann weggeht, als hätte es keine weitere Bedeutung, als wäre der Tisch massiv. Wenn wir das erkennen, bekommen wir den Schlüssel für die Freiheit in die Hand. Was der menschliche Körper ist, ist ein Hologramm, was ich einen biologischen Computer nenne. Denn er hat nicht nur die Fähigkeit, auf Eingaben zu reagieren, sondern auch Entscheidungen zu treffen aufgrund der Eingaben. Das ist das, was der Körper ständig tut. Wenn Sie irgendwo hingehen, wo es kalt ist, reagiert der Körper und wird ein Schutzprogramm aufrufen. Ebenso, wenn es zu heiß wird. Das funktioniert auf sehr einfachen Prinzipien. Er reagiert.